Mhm. Du warst einmal kritisch getroffen und eine große Wunde. Geh auch mal näher ran. Nom, 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 nom. Ich sehe nichts, was die machen. Und Ian läuft auch näher ran, obwohl er quasi schon direkt vor ihnen steht. Töte irgendeinen mit Kopfschuss. Habe ich was getroffen? Ja. Ian? Ian läuft direkt zu der Frau, von der er gar nicht weiß, dass sie da ist, und sie töten. Okay. Du hast mir die Nase gebrochen. Mit einer Kugel? Es muss sehr interessant aussehen. Oh. Da hat Doc mit den ersten gekillt. Du Kopf. Große Wunden im Kopf. Hund macht den Rest. Nee, nicht ganz. Jo, Ian ist reingelaufen, hat die Frau geblastert. Das ist interessant. Der weiß doch, was ich nicht wusste. Oh, Lebenspunkte. Ja. Nutz dich. Nutz dich. Geh näher ran. Ah, das ist der ganz zähe Typ, mit dem wir auch schon mal Probleme hatten. Ian ballert weiter im Gebäude rum. Ist okay. Du Auge. Das war der zähe Typ. Und ich glaube, Ian hat drin schon aufgeräumt, ja? Jo. Okay. Ja. Warum wir jetzt den Auftrag für die Diebesgilde nicht wirklich gemacht haben, ist sich Albert nicht so ganz sicher. Aber so wird es wohl besser sein. Und wir haben auf jeden Fall eine Partei glücklich gemacht. So, du zäher Brocken. Du hattest eine tolle Pistole, genau. Nimm das mit, nimm das mit. So. Und jetzt die Geldkassette plündern? Theoretisch hätten wir ja noch die Chance dazu. Hey, du lebst ja noch. Wir haben all deine Wachen umgebracht. Lässt du uns... Ah. Weißt du was? Nö. Gut. So, lass mich da rein. Man könnte sich jetzt fragen, warum ich ihn erschossen habe. Aber ich glaube, es ist naheliegend. So, erst einmal Falle. Findest nix. Findest nix. Achso, Drogen. Haben wir Drogen noch gar nicht gekauft, ne? Ja. Die Cola. Ja. Ja. Fall. Nein, nicht an der Wand Falle suchen. Au. Das war die Falle. Öffnen. Die Geldkassette ist schon aufgeschlossen. Was? Nein! Wir hätten die dumme Falle noch auslösen müssen. Okay, nimm die Halskette. Verschwinde aus diesem gottverfluchten Gebäude. Und erfülle jetzt beide Aufträge. Ja, so macht man das. Alles töten und Glück haben. Nicht sehr subtil, Albert. Nicht sehr subtil. Komm her. Nein. Hallo. Gute Arbeit. Hier hast du deine Skripts für deinen ersten Job. Erster Job. Okay. Ich hätte gern einen zweiten Job. Weitere Jobs? Da lang. Gut. Guten Tag, mein Freund. Ich hätte noch einen Job für dich. Interessiert? Klar. Ausgezeichnet. Weißt du, dein letzter Job war ein Test. Und du hast dich gut bewährt. Dieser Job ist echt wichtig. Der wäre? Wie du vielleicht weißt, nimmt der Einfluss der Children of the Cathedral zu. Und ehrlich, ich dulde das nicht. Wir sollen Priester umschießen? Eine Kleinigkeit. Töte die hohe Priesterin Jane. Sobald sie weg ist, wird dieses kleine Ärgernis ein Ende haben. Interessiert. Aber das wäre unmoralisch, sagt der Mann, der gerade ein Ehepaar erschossen hat. Zweimal erschossen hat. Okay. Ich glaube, ich fange an, dich zu mögen. Die Bezahlung beträgt 1000 vorab und 4000 bei Abschluss. Vertrau mir. Ich weiß, wenn's erledigt ist. Okay. Sprich mit Kane auf... Ach ja, armer Albert. Du wirst nie wieder in Vault zurückkehren können. Die wären so entsetzt, wenn sie mitbekommen, was du hier draußen tust. Hier ist deine Anzahlung. Kane gibt dir 1000 Habscheine. Du weißt es sicher schon, aber die Children of the Cathedral sind im Süden, etwas nördlich von den Water Merchant. Auch hier gilt keine lebenden Zeugen. Okay. Ich brauche Drogen. Definitiv Drogen. Ja, hallo. Ich möchte etwas kaufen. Drogen. Mehr andere tolle Drogen. Die da auch noch. So. Dafür gebe ich dir die Pistole, die Munition, das Submachine Gun, das. So ein bisschen schon weit rüber. Okay. Dann bitte noch so 500 Deckel oben drauf. Und dann ist es okay. So, okay. Bevor wir jetzt eine Kirche auslöschen, oder zumindest diesen Ableger dieser Kirche, gehen wir jetzt zurück zu den Dieben. Erzähl denen, dass wir erfolgreich das Amulett geklaut haben, aber dass wir leider gezwungen waren, Mr. Hightower und seine Frau zu töten. Und alle, die in der Nähe waren, hätten was sehen können. Und ob sie trotzdem noch weiter mit uns zusammenarbeiten möchten. Jo, jo, jo. Das versuchen wir jetzt. Geh dahin. Ich hoffe, sie haben die Fallen nicht neu aufgestellt. Lang. Hallo, Lexley. Oh, schön, dich wiederzusehen. Hast du wohl etwas für mich? Hier ist die Halskette. Hahaha, sehr gut. Glückwunsch. Du bist jetzt Mitglied des berühmten Thief Circle. Holen wir Jasmine und feiern ein bisschen. Okay. Jasmine wird dir eine Belohnung geben. Ich denke nicht, weil sie wollte nicht, dass ich ihn umbringe. Aber gucken wir mal. Jasmine? Schnuckiputz? Gut gemacht, Junge. Huh. Okay, okay. Da hast du deine Belohnung. 3000 Scheine. Okay. Übrigens, ein kleines Extra für zukünftige verbrecherische Ausflüge. Jasmine überreicht dir einen Satz elektronische Dietriche. Okay. Danke. Das tauschen wir doch gleich mal aus. Und komisch, dass sie gar nicht erwähnt hat, dass sie irgendwie total enttäuscht von uns ist, weil wir ja Unschuldige getötet haben oder so. Aber das ist denen wohl doch egaler, als ich dachte. Hast du was Neues? Nein. Hast du was Neues? Wechsler sieht aus, als wäre er zu beschäftigt, um zu reden. Mit Magazin laden und entladen? Ja gut, hier gibt es wohl erstmal nichts. Ihnen stehen nicht in der Tür. Hund stehen nicht in der Tür. So. Das ist schon ein Abenteuerjob. Den Armen zu helfen, dein Leben zu riskieren, neue interessante Leute zu treffen. So sind wir halt. Die Guten. Genau. Die Guten laufen durch die Gegend und bringen alle möglichen Leute um. Decker? Oh, sie sagt mir über Decker. Ich hatte mal einen Freund, der für ihn arbeitet. Wir? Nein. Als das dann schief ging, ist er zu Decker gerannt, um Verstärkung anzufordern. Decker hat ihn ausgelacht und lobotomisiert als Abschreckung für die anderen. Seitdem wollen wir mit ihm nichts mehr zu tun haben. Okay. Selber hallo, verpest die Luft woanders. Ja, du mich auch. Gut, also er hat wohl erstmal nichts für uns zu tun, aber wir können später nochmal vorbeischauen. Jetzt haben wir erstmal jede Menge Deckel bekommen und elektrische Dietriche und die Welt ist wieder gut. Und wir werden jetzt nicht zu der komischen Mutter da gehen, die ist nämlich garstig. Da bräuchten wir vorher noch ein bisschen bessere Ausrüstung. War das hier? Nein. Gucken wir nochmal kurz hier rein. Willst du was kaufen? Ja. Hast du jetzt irgendwas Tolles, Neues, was wir noch nicht kennen? wart mal. Also wir können nicht mit dem Raketenwerfer umgehen. Aber so ungefähr eine Richtung zielen und draufdrücken? Das könnte echt helfen bei einem gewissen Supermutantenproblem. Wobei, die Supermutanten klingen ehrlich gesagt einfacher als die Desklor-Mummy. Sollten wir vielleicht mal angehen. Ja. Also zurück nach Necropolis. $2400 Deckel, die nehmen wir gerne mit. Wir bräuchten nur langsam irgendwas, wofür wir die Deckel auch ausgeben. Oh, wir haben gar nichts mehr zu verkaufen. Okay, so viel dazu. Raus, danke, tschüss. Jakes Waffenladen. Wie viele Stimpaks haben wir jetzt? 43, okay. Dann müssen wir nicht noch mehr kaufen. Das heißt, wir machen uns auf den Weg nach Necropolis, gehen direkt in das Gebiet, wo die Supermutanten waren und töten alle Supermutanten. Suchen dann diesen Z, den angeblichen Anführer der, nicht der Supermutanten, sondern der Ghule. Und versuchen mit ihm das zu beschnacken, was wir jetzt mit dem Waterchip machen und was da noch repariert werden muss und dergleichen. Das klingt soweit sehr gut. Okay, da lang, da lang, da lang. Hatten wir hier noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Da. Was sagt eigentlich unser Pip-Boy? 175 Tage ist mehr als genug. Hab. Erledige Jane. Ach, stimmt. Stopp. Kommando zurück. Wir müssen jemanden töten. Die hohe Priesterin. Ja, das habe ich vollkommen verdrängt. Das sollten wir dann auch noch kurz machen. Das klingt ja nicht so schlimm. Gehen wir dahin, töten eine hohe Priesterin, fühlen uns total toll, weil wir unschuldige Leute töten, werden bezahlt und gehen dann Richtung Necropolis. Also wir würden gerne Water Merchants. Hier. Hier gehen wir jetzt da rein. Du bist keine hohe Priesterin. Hallo? Ich kann nicht reden, der Boss mag es nicht, tut mir leid. Du. Ich habe deine Beleidigung nicht vergessen, mein Herr. Du mich auch. Ich töte euch eh gleich alle. Ich suche jetzt die hohe Priesterin und wenn ich sie gefunden habe, erschieße ich sie und dann werdet ihr stinkig werden und, ne? Warum störst du einen Elder der Cathedral? Ich bin hier, um dich zu töten. Ich habe andauernd die Option, sowas zu sagen, wenn ich es nicht will. Und jetzt will ich es mal. Ich interessiere mich für eure Kirche und hätte gerne einige Informationen. Habt ihr Flugblätter? Mach dich weiter über mich lustig und ich lass dich hinauswerfen. Schon besser. Offensichtlich und sind Freundlichkeit und Gutmütigkeit nicht Teil dieser Religion. Für solch ketzerische Worte wirst du bezahlen. Okay. Absolut kein moralisches Problem. Also nicht, dass Albert wirklich noch moralische Probleme hätte. Aber ne, davon ab. Absolut kein moralisches Problem, sie jetzt zu töten, weil sie Unschuldige töten lässt, nur weil sie irgendwas gegen ihre Religion sagen. Also ist sie definitiv kein guter Mensch. Was jetzt nicht heißt, dass man einfach so nicht gute Menschen töten darf. Nur kleine Erinnerung. Okay. Töten. Töten. Genau, tritt mich. Oder hast du irgendwelche Power Gloves an deinen Füßen? Ich habe nicht ganz voll Leben. Ich schieße jetzt aber nicht auf dich. Ich schieße auch nicht auf ihn. Ich schieße auf den... Was? Warum kann ich auf dich schießen? Geh mal ein Feld vor. Ja. Gerugon und seine Vorbereitung. Hm? Mach mal so, mach so. So, wir haben genug Stimpaks, falls irgendwelche bösen Überraschungen kommen. So. Oh. Ihr seid ja doch noch am Leben. Also ja, sie haben noch rumgestöhnt, aber kaum schießt mal jemand, sind sie wieder auf dem Bein, ne? So, das war die hohe Priesterin. Uff, uff. Gut. Er mag seinen Job echt nicht, ja? So, du schießt auf die Wache. Zack. Ja, definitiv einfacher Job. Ian, warum schießt du nicht, sondern... Geh mal einen Schritt zurück und versuch irgendjemanden zu treffen. Ah, den da. Das war der komische Priester. Das war die Wache, die eigentlich nichts dafür... Ian ist tot! Ian wurde für 39 Trefferpunkte kritisch getroffen und er sinkt atemlos zu Boden. Ian ist tot. Na gut, haben wir vielleicht weniger Stress und er tötet keine Frauen mehr. Aber er war trotzdem ein wackerer Kumpane. Und wir werden seinen Tod innerhalb von ein paar Sekunden rächen. So, haben wir schon gerecht. Weil... Ah ne, du warst das. Dogmeat. Rech Ian. Lass mich nicht Dogmeat treffen. Rech Ian. Gott. Dogmeat scheint jemanden zu wittern. Gucken wir mal raus. Du gehörst nicht zur Kirche. Du bist eine Hauptwache. Eine Hauptwache, die es nicht interessiert, dass wir hier draußen rumlaufen und, ne? Alle möglichen Leute erschießen. Was schon mal interessant ist. Und wir lassen deine Lederjacke an. Die Lederjacke war dir ja echt ziemlich wichtig. Du wolltest dafür nicht mal eine ordentliche Rüstung anziehen. Und das hast du jetzt davon. So, der hatte nix. Der hatte nix. Die Hohepriesterin könnte interessant sein, deswegen nehmen wir sie mal zuletzt aus. Jo, kommst mit. Kommst mit. So. Dennoch du. Achso, und noch eine kleine Anmerkung für alle, die denken, ich laufe jetzt einfach durch die Gegend und töte alles. Was ziemlich hirnlos wäre und Kiddies machen sowas, wenn sie Fallout spielen. Nein, nein, das mache ich nicht. Es hat alles einen Plan, ansatzweise. Also ich versuche es zu erpähen und wenn mir dann Steine in den Weg gelegt werden und es klappt manchmal nicht, dann kommt halt sowas wie raus über hier. Aber wir haben immer Aufträge dafür. Man könnte einfach in eine Stadt gehen und einfach alles töten. Das bringt auch jede Menge Loot und so weiter, aber sowas mache ich nicht. Ja? Also keine Panik. So, ansatzweise. So, gucken wir, was hier noch so ist. Vielleicht finden wir noch überall irgendwo Informationen über die Kirche selber. Weil so wirklich viel haben wir da bisher ja nicht. Außer, dass sie nicht besonders nett sind. Anscheinend. Oder ihre Religion halt ziemlich ernst nehmen. Das werden immer nur kleine Kammern sein für die jeweiligen Priester. Ja. Ja, gut. Ist schade um ihn. Aber wir kriegen 5... Oh. 1000 Deckel. Hat keinerlei Wirkung. Achso, ja, müssen wir so machen. So und so. Schließt die Tür auf. Wenn was versperrt ist, ist meistens was Gutes drin. Huhuhu. Aber wir haben keinen Platz mehr. Oh, eine Priesterrobe. Die könnte bestimmt noch nützlich werden. Oh, kein Platz. Ja, dafür sollte man Platz machen. Nimm mal das Brecheisen weg, das nehmen wir nie mit. Nimm das mit und Tabletten, Stimpaks und die Priesterrobe passt immer noch nicht. Ja gut, dann lass das Essen da. Lass das Essen da. Ach. Die Rüstung ist eh nicht so viel wert. Nimm das da und dann... Gut. Noch irgendwas hier? Nein. Okay. Aber ja, die Robe scheint sehr praktisch zu sein. Sie hatte keine Robe dabei? Nö. Ihre Robe ist wohl zu zerfetzt von Einschlaglöchern und Bisswunden und was weiß ich. Ja, aber mit der Robe könnten wir uns vielleicht in eine andere Kirche reinschleichen. Das sollten wir dann auch ausprobieren. Jetzt erstmal den Kram verkaufen. Hast du noch Deckel? Ja, hast du. Gut. Dann verkaufen wir das da. Oh, 4000. Was da? Und hab gar nicht so viel Zeug. Also die Munition kann man weg. So, und jetzt noch 800 obendrauf. Oh. Und 60 wieder weg und tauschen. Okay. Also, nächster Schritt. Wir gehen jetzt zurück zu unserem Auftraggeber. und gucken, ob er noch irgendwelche sehr interessanten Aufgaben für uns hat.